dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Protestantismus im Belagerungszustand und handelt von dem 9. Kapitel von dem Buch Alle Wege führen nach Rom, Evangelikale, wohin? Von Michael Desemlian, wo wir ja schon die ersten 8 Kapitel gelesen haben, deswegen bin ich heute in Kapitel 9. Nun habe ich bereits vor wenigen Tagen das englische Kapitel 9 aufgenommen und dadurch, dass ich eine sehr wichtige Sache damit reingemacht habe, die außerhalb des Buches steht, nämlich die Royal Declaration, also den Eid, den die englischen Könige und Königinnen in der Zeit zwischen 1689 und 1910 ablegen mussten, damit reingenommen habe, weil der leider so verfälscht ist und fast nirgendwo zu finden ist, dauert das Video im Englischen eine gute Stunde und ich glaube kaum, dass ich im Deutschen so weit komme. Also von daher schon mal meine Entschuldigung zu Anfang, dass die Bilder vielleicht nicht alle so passen, wie ihr das sonst von mir gewohnt seid. Ich gebrauche dieselben Bilder wie im Englischen für dieses deutsche Video, aber das wird halt wohl ein wenig kürzer sein. Protestantismus im Belagerungszustand, im Grunde geht ja das ganze Buch darum, ne? Alle Wege führen nach Rom, das heißt ja, dass der Protestantismus aus der Welt geschafft werden soll. Das ist ja die Hauptaufgabe der Konterreformation. Das ist ja der Grund, weshalb die Jesuiten, die Gesellschaft Jesu, überhaupt gegründet wurde. Die hat zwei Gründe ihrer Gründung. Der eine ist, die Bibel dem Menschen vorzuenthalten, das wahre Wort Gottes, und der andere ist, den Protestantismus zu vernichten und den Zustand des Heiligen Römischen Reiches von vor der Reformation wiederherzustellen. Die meisten nennen das heute die neue Weltordnung, das ist aber eigentlich nur die alte Weltordnung wiederhergestellt. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Wenn ihr mitlesen möchtet, falls ihr eine eigene Kopie des Buches habt, auf Seite 109, Kapitel 9, Protestantismus im Belagerungszustand. Von einem Mitglied des Vereinigten Protestantischen Rates, United Protestant Council in London, stammt folgende Aussage,
Zitat: Wie es allein der Protestantismus ist, der einem vereinigten päpstlichen Irland im Wege steht, so ist es auch der Protestantismus, zwar mit zusehends schwindender Widerstandskraft, aber noch ausgerüstet mit der Kraft des Gebets, der die Herrschaft des römischen Systems andernorts verhindert. Ende Zitat. Ich finde hier in diesem ersten kleinen Zitat die Aussage sehr wichtig, dass dabei drin steht, dass der Protestantismus zwar mit zusehends schwindender Widerstandskraft, aber noch ausgerüstet mit der Kraft des Gebets die Herrschaft des römischen Systems andernorts verhindert. Eine sehr wichtige Aussage, die Kraft des Gebetes. Wir dürfen nicht vergessen, Gott, der Herr, ist immer noch in Kontrolle über alles, was auf dieser Welt geschieht. Und unsere Gebete zu ihm sind nicht vergebens, waren es auch nie und werden auf die ein oder andere Art und Weise auch immer dafür sorgen, dass bestimmte Dinge sich erfüllen, die positiv für die Leute sind, die der Bibel und dem Wort Gottes folgen. Deswegen, die Kraft des Gebetes verhindert die Herrschaft des römischen Systems andernorts, wie hier steht. Das ist ganz richtig. Die Kraft des Gebetes sollte man niemals unterschätzen. Nun, der Autor dieses Buches weiß, dass der Begriff protestantisch für viele vorbelastet ist, weil sie ihn mit den fanatischen Ausschreitungen in Verbindung bringen, die in der Presse aus Nordirland berichtet werden. Natürlich hat der Autor hier ein bisschen die Brille auf eines Engländers, der natürlich hier über Irland spricht, wo die Berichterstattung im Vereinigten Königreich über das protestantische Nordirland ganz anders ist, als wir das hier im Rest Europas wahrgenommen haben. Uns wurde hier ja nie erzählt, dass es da im Grunde immer ging, dass Irland, die Republik Irland, die Katholischen, Nordirland übernehmen wollten, die Protestanten, und was der wahre Hintergrund von Dingen wie dem Schwarzen Sonntag und solche Sachen sind. Nun, abgesehen davon, dass dort vielleicht mehr bibelgläubige Christen leben, also in Nordirland, als irgendwo sonst, kann sich natürlich jeder den Namen Protestant zulegen, nur um sich den Anstrich von Ehrbarkeit zu geben. Ja, und das ist ja nun ganz sicher in der ökumenischen Bewegung ganz deutlich so der Fall. Viele Leute, die sich Protestanten nennen und die noch nicht mal wissen, was sie überhaupt protestieren. Ebenso wie im Libanon wird der Ausdruck christlich weithin von politischen Parteien und Splitterungen sowie militärischen Organisationen missbraucht. Richtig, weil sie gebrauchen oftmals Katholizismus, um christlich zu nennen. Und der Katholizismus ist nicht christlich. Die rachsüchtigen Terroristen bringen den Begriff protestantisch in völligen Misskredit und beugen sich in keiner Weise Christus und seinem Wort. Und das ist ja wohl die Hauptaufgabe eines Protestanten, sich Jesus zu beugen und seinem Wort zu gehorchen. Der Name evangelisch hat auch nicht mehr die Bedeutung von einst, bezeichnet er noch jetzt all jene, die gerade ebenso viele gesunde Lehre aufzunehmen bereit sind, wie sie mit ihrer eigenen Weltanschauung in Einklang bringen können. Mit anderen Worten, so viel sie Kompromisse schließen können. Ja? Evangelisch hat nicht mehr die Bedeutung, die es damals hatte. Seit der Evangelismus in der ökumenischen Bewegung gefangen ist, ist da nicht mehr viel von über. Es geht hier darum, Kompromisse zu schließen, um wieder unter die Fittiche von Rom zu kommen. Nun, der nächste Abschnitt des Kapitels 9 heißt Medienmanipulation. Ich muss hier nochmal eben in der englischen Sache zurückblättern, weil wir haben im englischen Buch hier eine wichtige Fußnote, die ich euch auch gleich mit vorlesen werde, unter dem Abschnitt Medienmanipulation. Und diese Fußnote ist im deutschen Teil nicht mit eingenommen. Weiß ich nicht warum, aber das wird mir in der Zukunft nicht mehr passieren. Sowas checke ich vorher, dass die englische und die deutsche Lesung dahingehend aufeinander abgestimmt sind und dass ihr in der deutschen Übersetzung dieselbe Information bekommt, die die englischen Leser bekommen. Also, Medienmanipulation. Während die römische Sonne aufging, verblasste gleichzeitig das protestantische Licht. Unmerklich und verborgen ist der protestantische Charakter des anglikanischen und freikirchlichen Glaubens im öffentlichen Bewusstsein untergraben worden.
Protestantismus ist für viele ein Schmähwort geworden, beschmutzt durch die Gewalt und die Phrasendrescherei nordirischer Politiker. Aber die Kunstfertigkeit, mit der die römisch-katholische Kirche anhand ihrer lang geübten und viel bewunderten Kontrolle über Information und Desinformation die Medien manipuliert, ist auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit einmalig. Wie der Apostel Johannes es in Offenbarung 17, Vers 6 ausdrückt, Zitat, und ich staunte, als ich sie sah, mit großem Staunen. Ende Zitat. So sind beispielsweise sehr oft die religiösen Helden auf der Bühne, im Film, im Fernsehen und Radio römisch-katholische Priester und Nonnen. Vor nicht allzu langer Zeit war es ein Ereignis, Nonnen in der Öffentlichkeit zu sehen. Per Definition waren sie gewöhnlich vor den Blicken verborgen. Jetzt sehen wir sie ganz offen und häufig in den Medien, wie sie Billard spielen, unternehmerische Fähigkeiten entwickeln, sich bewähren, ihre Rechte und das, was Recht ist, verteidigen. Ja, das, was Recht ist, das, was römisch-katholisches Recht ist, verteidigen, muss man das verstehen. In gleicher Weise scheint die Medienberichterstattung bei wichtigen Ereignissen und nationalen Tragödien in zunehmendem Maß den römisch-katholischen Glauben in den Vordergrund zu stellen. Leitartikel in der einflussreichen Presse, Sonntagsgottesdienste im Fernsehen, religiöse Programme und Hörspiele im BBC-Rundfunk und nicht nur in der BBC, in Deutschland ganz genauso, sie alle scheinen in dieselbe ökumenische Richtung zu laufen. Wir können davon ausgehen, dass dieser Trend anhält und sogar noch zunimmt. Nachdem kürzlich der Jesuitenschüler Stephen Whittle auf den Posten des Programmdirektors für religiöse Sendungen im BBC-Fernsehen berufen wurde. Na, das ist doch mal interessant. Ein Jesuitenschüler ist der Programmdirektor für religiöse Sendungen in der BBC. Ich glaube, es sieht nicht viel anders aus mit Jesuitenschülern im deutschen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie sich das schimpft. Ja? Und ein interessantes Beispiel möchte ich hier mal eben anholen, bevor ich jetzt weiterlese, muss ich mir mal eben den Stern hier holen. Ich habe mir, als ich vor einigen Monaten beim Zahnarzt war, das ist ein deutscher Zahnarzt, wo ich schon damals hinging, als ich noch Soldat war, als ich in der NATO gearbeitet hatte, in seinem Warteraum hatte ich mir einen Stern genommen, mit dem Titelbild von Papst Benedikt dem 16. schreibt Abgang mit seiner Geschichte, ein Rückblick in Bildern. Und ich hatte den Zahnarzt dann gefragt, ob ich mir den Stern mitnehmen könnte, und da der bereits von 2013 ist, sagte er, ja, können Sie ruhig mitnehmen. Nun, am Anfang dieses Sterns steht ein Editorial, in diesem Fall von Thomas, wie heißt er denn hier, kann den Namen gar nicht richtig gut lesen, Thomas Osterkorn, Chefredakteur des Stern. Ja. Und er fängt an und liest und schreibt hier, ein würdiger Abgang, liebe Leserinnen, liebe Leser. Wer, wie ich, schon als kleiner Junge eifriger Ministrant war und dann auch noch ein paar Jahre lang bemühter Jesuitenschüler, der kann zwar später aus der katholischen Kirche austreten, weil er die Kluft zwischen gesellschaftlicher Realität und katholischer Weltanschauung nicht mehr erträgt, aber ganz hinter sich lassen kann er seine Wurzeln und Prägungen nicht. Und so verfolge ich, nicht nur als Journalist, sondern auch als gebürtiger Christ, zwischen Anführungsstrichen würde ich das mal setzen, seit vielen Jahren aufmerksam, wie sich die katholische Kirche von den Ansprüchen und Hoffnungen der Gläubigen immer weiter entfernt und die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer grotesker wird. Nun, ich habe mich jetzt nicht eingefunden, um euch den ganzen Sternartikel vorzulesen, was ich vielleicht irgendwann mal tun werde. Mir geht es darum, dass der Chefredakteur der Stern hier ganz deutlich schreibt, dass er ein lang bemühter Jesuitenschüler war. Jesuitisch ausgebildete Journalisten schreiben die Wahrheit, wie sie mit der Bibel übereinstimmt, oder schreiben die zwischen Anführungsstrichen Wahrheit, wie sie mit der römisch-katholischen Lehre übereinstimmt? Ich denke eher das Zweite.
Und hier haben wir ja gerade gelesen, dass ein Jesuitenschüler namens Stephen Whittle auf den Posten des Programmdirektors für religiöse Sendungen im BBC-Fernsehen berufen wurde. In einem Interview mit der römisch-katholischen Zeitung The Universe äußerte er, also der Jesuitenschüler Stephen Whittle, sich begeistert über die enorme Medienwirksamkeit der katholischen Kirche oder über die sagenhaften Songs of Praise, also Loblieder im Serienprogramm, die zu Ostern aus der Westminster-Kathedrale unter der Leitung von Cardinal Hume gesendet wurden. Er sprach auch von den Sendungen über das Gebet, die von Vater Gary Hughes, ebenfalls einem Jesuiten, entwickelt wurden und davon, dass, Zitat, für ihn die Eucharistie das Herz des Christentums darstellt. Ende Zitat. Hallo! Die Eucharistie ist das Herz des Christentums, die Transsubstantiation, mit der der Priester mit den lateinischen Worten hoc est enim corpus meum Jesus Christus aus dem Himmel in die Oblate tut und meint, hiermit die Oblate zu verändern, in den Leib die Göttlichkeit, das Blut, das Fleisch, die Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu Christi. Und das ist für ihn das Herz des Christentums, das ist das Christentum, vor dem uns Jesus in der Bibel gewarnt hat. Ein anderes Evangelium, das verkündigt wird. Nun, im Englischen gibt es hier eine kleine Fußnote, die im Deutschen nicht mit dabei ist. Deswegen werde ich die mal eben vorlesen, wie sie hier im Englischen steht, und werde versuchen, das so weit wie möglich ins Deutsche direkt zu übersetzen. Jesuit Father Gary Hughes made ecumenical history at the annual Baptist Assembly in April 1991 when he became the first Catholic priest to address a major session of the Assembly. Also der Vater Gary Hughes, der gerade eben erklärt hat, dass für ihn die Eucharistie das Herz des Christentums ist, hat ökonomische Geschichte geschrieben bei dem jährlichen Baptistenversammlung im April 1991, als er der erste katholische Priester war, der die Hauptsitzung der Versammlung angesprochen hat. Father Hughes S.J. received an enthusiastic reception from more than 1,000 Baptists meeting at Bournemouth International Center with his address on spirituality of freedom. Also der Vater Hughes, S.J., das steht für S.J., für Sociedad Jesus, also Society of Jesus, Gesellschaft Jesu, erhielt einen enthusiastischen Empfang von mehr als 1000 Baptisten in einem Treffen des Bournemouth International Center mit seiner Ansage über Spirituality of Freedom, also die Freiheit der Geistlichkeit. Ja. Damit hat er ökumenische Geschichte geschrieben. Dieser Barry Hughes, den wir gerade eben hier in dem Buch zitiert haben, einem Jesuiten, der meint, dass für ihn die Eucharistie das Herz des Christentums ist. Wir können das nachlesen in der katholischen Zeitung The Universe vom 23. April 1989. Und so habt ihr zumindest auch im Deutschen jetzt die Fußnote mitbekommen, die der deutsche Übersetzer des Buches hier ausgelassen hat. Mit zunehmender Etablierung, fahren wir fort, der charismatischen Bewegung treten katholische Charismatiker wie Charles Whitehead, Jesuitenschüler und Koordinator der charismatischen Erneuerung in England und Wales, erstmals durch das Fernsehen und andere Medien an die Öffentlichkeit. In einem Artikel in The Sunday Telegraph vom März 1991 wird der Standpunkt vertreten, dass mit George Carey als Erzbischof von Canterbury die charismatische Bewegung, ohnehin schon im Vormarsch begriffen, wahrscheinlich binnen kurzem zum, Zitat, Establishment der englischen Staatskirche, Ende Zitat, gehören werde. Also, was sagt er hier? George Carey, Erzbischof von Canterbury, dass die charismatische Bewegung, die ohnehin schon im Vormarsch begriffen ist,
binnen kurzem wahrscheinlich zum Establishment der englischen Staatskirche gehören werde. Das kann doch nur, wenn die Mitglieder der englischen Staatskirche Kompromisse eingehen. Eben, charismatisch werden. Somit können wir wohl für die Zukunft davon ausgehen, dass in den religiösen Sendungen des Fernsehens und Rundfunks in zunehmendem Maße ökumenische Führer wie Charles Whitehead und David Elton zu Wort kommen werden. Weihnachten 1990 veranschaulichte die Tendenz zu römisch-katholischen Gottesdiensten im Fernsehen. 4 von 7 Sendungen vom 24. bis 26. Dezember, die etwas mit dem Christentum zu tun hatten, oder zumindest es vorgaben, dass es Christentum war, waren in römisch-katholischen Kirchen gefilmt worden oder behandelten die Lebensgeschichte römisch-katholischer Geistlicher. Die Weihnachtsausgabe des Sunday Times Magazines vom 24. Dezember 1988 konzentrierte sich auf das Thema »Wer war Jesus?« Die Titelseite zeigte die Jungfrau Maria auf ihrem Thron als Himmelskönigin mit einer Krone auf dem Haupt, geschmückt mit funkelnden Juwelen, den flachsblonden Säugling Jesus auf dem Arm haltend. Im Innenteil unter der Überschrift »Was ist los mit der Christenheit?« schrieb der berühmte Romanschriftsteller und Katholik Anthony Burgess, Autor von »Uhrwerk Orange«, in einer Weise, als bildeten die römischen Katholiken nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit in diesem Land. Das ist ja wunderbar nachvollziehbar in unserer heutigen Zeit 2016. Denk doch mal an diese LGBTTI-Agenda. Auf einmal ist die, ich hasse das Wort, deswegen sage ich immer Sodomiten, aber diese homosexuelle Agenda, ja, Lesben und Schwulen, so in den Vordergrund gerückt, dass diese, die eigentlich eine absolute Minderheit in der Bevölkerung darstellen, und das nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, sowas von einer Aufmerksamkeit über die Medien bekommen und alle Gesetze sich jetzt auf einmal dieser kleinen Minderheit anpassen müssen, als ob sie die Mehrheit wären in dem Land und nicht die Minderheit. Und das ist genau dieselbe Politik, die die römisch-katholische Kirche verfolgt, wie der Autor hier schreibt. In einer Weise bilden die römischen Katholiken nicht, wird das hier vorgebracht, als ob die römischen Katholiken nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit in diesem Land, England in diesem Fall, stellen. Andere Katholiken, prominente Persönlichkeiten, deren Anspruch auf Ruhm keinerlei ersichtliche Verbindung mit ihrer Religion hat, lassen sich in den Medien lang und breit über den römisch-katholischen Glauben aus. Ein Beispiel dafür waren die Enthüllungen über den Glauben des Romanschreibers und abgefallenen Katholiken Graham Greene in mehreren Zeitungen anlässlich seines 85. Geburtstages im Jahre 1989. Der verblüffende Aspekt dieser Artikel war der offensichtliche Schluss, dass Greene, der sich selbst als katholischen Agnostiker hinstellt, einen geringen bis gar keinen Glauben hatte. Einige seiner Romane behandeln die Themenkreise Glauben und Schuld und zeigen mehr die Erlebnisse des Autors mit dem Katholizismus, den er für, Zitat, näher an der Wahrheit als alle anderen Religionen der Welt, Ende Zitat, hielt, als seine Treue ihm gegenüber. Der Artikel im Observer zitiert eine andere große Zeitung, die ihn als möglicherweise weltberühmtesten katholischen Laien hinstellt und kommt am Ende des Beitrages zu dem Schluss, dass, Zitat, Ernsthaftigkeit diejenige Eigenschaft ist, die auf Mr. Greens Christentum auf keinen Fall zutrifft. Ende Zitat. Nachzulesen im The Observer, 8. Oktober 1989. Doch als Graham Greene 1991 dann verstarb, wurde in den Tagesmeldungen zuallermeist hervorgehoben, dass er zum Katholizismus konvertiert war, obwohl wir gerade in dem Artikel gelesen haben, dass, obwohl er selbst meinte, der Katholizismus näher an der Wahrheit als andere Religionen der Welt ist, der Observer zitiert möglicherweise Ernsthaftigkeit diejenige Eigenschaft ist, die auf Mr. Greens Christentum auf keinen Fall
zutrifft. Also ein absoluter Widerspruch an sich in den Medien. Aber über Medienwidersprüche kann man ja ein eigenes Buch schreiben, ne? Ebenso wie der WWF für seine interreligiösen Vorstöße Franziskaner als Repräsentanten des Christentums aussuchte, das hatten wir ja vorher in einem vorigen Kapitel gelesen, so entschieden sich auch die Fernsehgesellschaften für einen römischen Katholiken als Sprecher für die Christenheit während des Golfkrieges Ende 1990. Jetzt wird's interessant. Ihre Wahl traf den streng katholischen Brigadekommandeur Hammerbeck. Doch der Daily Telegraph kommentiert, Zitat, in seiner letzten Ansprache vor den Truppen entschloss sich der Brigadekommandeur, lieber aus dem Evangelium gemäß dem Krieg der Sterne zu zitieren, anstatt aus der Bibel. Zitat: Die Kraft ist mit uns, versicherte er der Stabskompanie der Royal Scots. Gott segne euch alle. Wir werden unsere Pflicht erledigen. Ende Zitat. Nachzulesen im Daily Telegraph vom 4. Februar 1991. Die Kraft ist mit uns. Das ist deutlich das Evangelium von Star Wars, Krieg der Sterne, und nicht der Bibel. Der Dichter Gerald Manley Hopkins ist zu verschiedenen Anlässen in den Medien besprochen worden, wobei die Betonung mehr auf seine Verdienste um den Jesuitenorden als auf seinen Beitrag zur englischen Dichtkunst gelegt wurde. Die geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola, bibelgläubigen Christen aus tiefstem Herzen zuwider, aber von großer Bedeutung für den katholischen Glauben des Dichters, haben in dem Zusammenhang eine beachtliche Sendezeit bekommen. Heimlich, aber bestimmt, von sehr wenigen bemerkt, sind die Praktiken der römischen Kirche, einschließlich der Messe, des Rosenkranzes, der Gebete für die Toten, der Gebete zu den Heiligen und zu Maria, zu Standbildern und Ikonen mehr und mehr in Gebrauch gekommen und werden im Verständnis der Leser, Zuschauer und Hörer mit Christentum gleichgesetzt. In einem solchen Klima gelten jene, die solche Praktiken bekämpfen, als aus dem Tritt gekommen, für unvernünftig und intolerant. Und als Terroristen gelten sie inzwischen auch. Protestantismus und bibelgläubiges Christentum kommen in den Medien nicht annähernd so gut weg wie die römisch-katholische Kirche. Der ehemalige Vorsitzende der Freien Kirche Schottlands, Angus Smith, kommentiert all diese Machenschaften auf seine gewohnt direkte Art. Zitat: Die bigotteste aller Kirchen der Welt hat den Protestantismus mit Propaganda gegen Bigotterie erstickt. Ende Zitat. Aus einer Rede auf der Jahrversammlung der Freien Kirche von Schottland 1981. Protestantische Veröffentlichungen werden in den Medien weder besprochen, noch wird über die Sorgen und Warnungen der Protestanten berichtet, es sei denn, es entsteht daraus eine dramatische öffentliche Auseinandersetzung. Es ist zu befürchten, dass als Folge des Salman Rushdie-Affäre eine Änderung des Blasphemiegesetzes dazu benutzt werden könnte, die Verbreitung von Büchern, Kassetten und Traktaten zu verhindern, die vor den Gefahren der interkonfessionellen und interreligiösen Ökumene warnen. Ein solches Gesetz wäre eine Aufhebung der Freiheiten, die aus der Reformation stammen und die im Bill of Rights von 1689 und in der Toleranzakte verankert wurden und dann zum vielmissbrauchten Katholikenbefreiungsgesetz führten, das Catholic Emancipation Act oder der Catholic Emancipation Act, also das Katholikenbefreiungsgesetz. Das ist zu vergleichen mit Religionsfreiheit 1776 zur Gründung der Vereinigten Staaten eingeführt, weil diese Religionsfreiheit nur den Katholiken befördert hat und nicht den Protestanten. Die hatten ihre Religionsfreiheit dadurch, dass sie Katholiken aus öffentlichen Ämtern verboten hatten und dass sie Katholiken verboten hatten, öffentlich ihre Messe zu halten. Aber mit der Einführung der Religionsfreiheit war das auf einmal alles möglich. Und da ein Katholik immer eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, nämlich erstens die römische und zweitens die des Landes, von der er kommt, wisst ihr ja, wem er seine Treue schwört. Nicht dem Land, dem er dient, sondern
naja, dem er dient offiziell, ne, wie also Merkel als Bundeskanzlerin zum Beispiel, sondern eben ihrem wirklichen Führer, ihrer zweiten Heimat, Rom, dem Papst. Der Generalsekretär der schottischen Reformationsgesellschaft, Sinclair Horn, vertrat 1981 in einer Rede vor einer Versammlung seiner Gesellschaft die Ansicht, dass, Zitat, die meisten leitenden Herausgeber unserer Zeitungen und die meisten Fernsehproduzenten römische Katholiken sind. Ende Zitat. So, ihr wisst ja, dass ich schon ein paar Mal Miranda Prorsus und Inter Mirifica angeholt habe. Und das tue ich auch zum Leidwesen derjenigen, die es schon kennen, wieder, weil es gibt ja auch immer wieder neue Zuschauer, die meine Videos schauen und die das noch nicht gehört haben. Also besorgt euch im Internet die päpstlichen Enzyklien Miranda Prorsus und vor allen Dingen Inter Mirifica, wo in Inter Mirifica ganz deutlich darin steht, dass es der Kirche ihr Geburtsrecht ist, um alle Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen und so weiter zu besitzen. Die sind ihr Eigentum. Und natürlich sind dann Herausgeber der Zeitung und der meisten Fernsehproduzenten römische Katholiken. In Inter Mirifica wird da ganz deutlich darauf eingegangen, wie eben diese ganzen Leute alles, was mit Film, Fernsehen, Rundfunk und Zeitung zu tun hat, auch durch Katholiken ausgebildet werden müssen. Dass sie eben die römisch-katholische Agenda bekannt machen unter dem Volk. Gewiss gilt das 10 Jahre später noch immer für einen sehr großen Teil der Herausgeber, Eigentümer, religiösen Korrespondenten und leitenden Kommentatoren der Presse. Als im britischen Unterhaus zum Anlass der Gründung von Spirit of 88, einer Initiative zum Gedenken der bedeutendsten 1988 zu begehenden Jahrestages unseres protestantischen Erbes sowie der Übergabe der englischen Bibel an alle Kirchen der Befreiung von der spanischen Armada und der glorreichen Revolution eine Pressekonferenz stattfand, waren Journalisten vieler landesweiter Zeitungen zugegen und bekannte Kirchenmänner standen auf der Rednerliste. Doch nicht ein einziges Wort wurde gedruckt. Ein junger Reporter einer führenden Tageszeitung sagte, dass er verwundert war über die Entscheidung seines Herausgebers, den Artikel, den er vorbereitet hatte, zu streichen. Ah ja, es ging ja um die Übergabe der englischen Bibeln an alle protestantischen Kirchen. Es ging um die Befreiung von der spanischen Armada und die glorreiche Revolution. Das kann man ja nicht in katholischen Presse drucken und stehen lassen, oder? Im krassen Gegensatz dazu werden vatikanische Pressemeldungen in voller Länge gedruckt und oft noch von Herausgeberseite bekräftigt. Solche Meldungen enthalten häufig Material, das zur sorgsam erarbeiteten Linie beiträgt, die der Vatikan in einer bestimmten Sache verfolgt. Zum Beispiel die Beteuerung seiner Armut zur Widerlegung übertriebener Märchen von seinem großen Reichtum sorgt regelmäßig für Schlagzeilen in der Presse. Der Vatikan und arm, es ist die reichste Institution auf dieser Welt. Wie immer, die offizielle Lehre ist 180% umgedreht von der Wahrheit. Zum Thema Kircheneinheit erschienen gelegentliche Artikel während der Gipfeltreffen und Verhandlungen, um das ökumenische Boot zu schaukeln und dem Vatikan gehörig unter die Arme zu greifen. Angeblich kommen diese Meldungen aus inoffiziellen vatikanischen Quellen. Tja, so als seien sie durchgesickert. Doch Vatikanbeobachter bestreiten, dass so etwas vorkommt. Erinnert mich daran Edward Snowden, der sogenannte Whistleblower der NSA. Ein Witz. Jemand, der glaubt, dass solche Leute wirklich frei irgendwelche Sachen bekannt gemacht haben, die nicht vorher freigegeben wurden von höheren Stellen, der lebt in einer Traumwelt. Es gibt keine in der Hinsicht Whistleblower, die danach noch lange Zeit leben und solche Dinge erzählen können. Karen Hoodes ist eine zweite Person, die ich da auf der Abschussliste habe. Genauso
kontrollierte Opposition wie Edward Snowden. Und das sagt hier ja auch der Autor. Angeblich kommen diese Meldungen aus inoffiziellen vatikanischen Quellen. Denk doch mal an WatiLeaks, was ja die letzte Zeit bei uns doch ein bisschen aufgestoßen hat. Das gab es ja hier 1993 zur Zeit der Publikation dieses Buches noch nicht. Aber das gibt es ja heute. WatiLeaks und WikiLeaks und wie das alles heißt. Ja? Also wer das alles glaubt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der glaubt wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Zum Beispiel meldete The Mail on Sunday am Ostertag 1989 in riesen Schlagzeilen, Zitat, Krise, weil der Papst Runcie beschuldigt. Der Primas fliegt zum Vatikan, um die Einheitsgespräche der Kirchen zu retten. Ende Zitat. Solch effektvolle Berichterstattung stützt zweifellos Roms Verhandlungsposition und stärkt im augenblicklichen Klima unweigerlich Roms Hand. Die Rolle des Papstes als Friedensstifter könnte wohl kaum eine freundlichere Berichterstattung in den Medien genießen. Und wenn er eine politische Haltung einnimmt, die im Westen höchst unpopulär ist, wie seine strenge Kritik an der Entscheidung der Alliierten gegen Saddam Hussein Krieg zu führen, scheint das nicht ins öffentliche Bewusstsein zu dringen und so entgeht er der Schmach. Dass der Papst offiziell dieser Coalition of the Free, wie Bush das damals nannte, glaube ich, oder Coalition of the Willing war es, ne? War es nicht Coalition of the Willing? Ja, die Koalition der Willfährigen, die gegen Saddam Hussein in den ersten Golfkrieg 1990-91 zogen. Der Standpunkt des Papstes, er dagegen war, das war die offizielle Vatikan-Position. Ich kann euch ein Ding sagen und je mehr ihr das für euch selbst erforscht, desto mehr werdet ihr das lernen und auch begreifen und auch verstehen, dass das so ist. Die offizielle Vatikanpolitik ist nicht die geheime Vatikanpolitik. Und um ein bisschen mehr über die geheime Vatikanpolitik zu erfahren, wenn ihr Englisch könnt, schaut euch meine Buchlesung an von Behind the Dictators von Herbert Leo Lehman. Da erfährt man da noch ein bisschen mehr drüber. Oder lest solche Bücher wie The Vatican Against Europe von Edmond Paris. Oder ein paar Bücher von Avro Manhattan. Was auch immer ich hier anbefehlen kann. Auch Tom Fress hat das sehr deutlich gemacht in seiner Lesung von The Global Vatican. Die offizielle Vatikan-Stellungnahme ist niemals auch die der geheimen Agenda des Vatikan. Offiziell kann der Papst sagen, man sollte keinen Krieg führen gegen Irak. Inoffiziell, ja, Entschuldigung, inoffiziell hätte Bush niemals gewagt, den Irak anzufallen, wenn er nicht den Befehl vom Papst bekommen hätte. So viel zu der Frage, wie viel Armeen hat denn der Papst, lieber Jörg? Ja, alle die, deren Regierung er in der Tasche hat. Und das sind reichlich. Es gibt in Hatch End in Middlesex ein römisch-katholisches Ausbildungszentrum, in dem sich die wahrscheinlich best ausgestatteten Fernsehstudios der ganzen Welt befinden und dessen spezielle Aufgabe darin besteht, Produzenten, Direktoren, Moderatoren, Priester und Nonnen für das Fernsehen auszubilden und zuzurüsten. Zitat: Die römisch-katholische Kirche unterhält in der Tat ein ganzes Heer von Medienpersönlichkeiten, berichtet die protestantische Zeitung Orange Standard März 1991. Ende des Zitats. Das Rundfunk- und Fernsehzentrum hat zum Direktor einen Mann namens Dr. James MacDonald, der, Zitat, zuvor Projektleiter am jesuiteneigenen Studienzentrum für Kommunikation und Kultur war. Ende Zitat. Nachzulesen im Daily Telegraph vom 6. Februar 1990. Also, der Projektleiter am jesuiteneigenen Studienzentrum für Kommunikation und Kultur ist Rundfunk- und Fernsehzentrum-Direktor in 1990, wie wir hier nachlesen können. Ratio Studiorum.
Lumen 2000, der Medienzwang, Entschuldigung, der Medienzweig von Evangelisation 2000, dem Jahrzehnt der Evangelisation, wie wir ja bereits in früheren Kapiteln lasen, ist nach Angaben des Catholic Herald, Zitat, eine religiöse Mammuttournee mit der Vision, päpstliche Messen, Botschaften und Bilder in alle Winkel der fünf Erdteile auszustrahlen. Ende Zitat. Lumen 2000, dessen Aktivitäten 1987 in Rom begannen, hatte seine erste größere Ausstrahlung, als 1987 die Eröffnung des Marianischen Jahres über 18 Satelliten einem Publikum von 2 Milliarden Menschen zugänglich gemacht wurde. Nachzulesen, Evangelical Times, Februar 1991. Die Öffentlichkeitsarbeit für Evangelisation 2000 wird von Richard Pollen geleitet, dem Hauptgeschäftsführer einer von ihm gegründeten Werbeagentur. Pollens Instruktion vom Vatikan lautet, bis zum Dezember des Jahres 2000 so viele Ungläubige wie möglich zum Christentum, vorzugsweise zur römisch-katholischen Kirche, zu bekehren. Der nächste Abschnitt in dem Kapitel Protestantismus im Belagerungszustand heißt Catholic Action, also katholische Aktion oder Handlung. Parallel und ergänzend zur offensiven Öffentlichkeitsarbeit gibt es das, was die schottische evangelische Zeitschrift Bulwark die Macht von Catholic Action nennt. Zitat: Kürzlich hat jemand gesagt, Rom lacht, wenn man sich lediglich auf der theologischen Ebene mit seinem Einfluss auseinandersetzt, denn es weiß, dass es seinen wirklichen Aufstieg der Art und Weise zu verdanken hat, wie es die Fäden politischer Macht ziehen und Situationen zu seinem Vorteil kehren kann. Nur wenige wissen, wie sorgfältig Catholic Action durchorganisiert ist, und nur, wenn jemand, der einmal in dieser Bewegung gewesen ist, von ihren Grundsätzen und Methoden erzählt, kann ihre wahre Macht und Reichweite erfasst werden. Jeder Bereich unserer Gesellschaft ist infiltriert von diesen Agenten, die von der Kirche für ihre Arbeit bestens ausgebildet, bezahlt und ausgerüstet werden. Ihr größtes Werk liegt vielleicht im Bereich der Politik, wo es ihr Anliegen ist, Gesetze durchzubringen, die der Sache des römischen Katholizismus im Lande förderlich sind. Ende Zitat. Rom lacht, wenn man sich lediglich auf der theologischen Ebene mit seinem Einfluss auseinandersetzt. Denn Rom weiß, dass es seinen wirklichen Aufstieg der Art und Weise zu verdanken hat, wie es die Fäden politischer Macht ziehen und Situationen zu seinem Vorteil kehren kann. Rom ist an erster Stelle eine politische Macht. Das heidnische, cäsarische, römische Reich verdeckt unter dem sogenannten Christentum. Ich hoffe, dass das jetzt die Leute endlich mal verstehen. Ich habe so viele Quellen in der Vergangenheit schon angeholt, die alle dasselbe sagen. Beschäftigt euch damit, wenn ihr Katholik seid. Beschäftigt euch damit, falls ihr nur ein ganz normaler Katholik seid, der am Sonntag mal gerne in die Kirche geht, der gerne die Botschaft von Jesu hört und der eben so zu meint, im christlichen Glauben zu stehen. Informiert euch darüber, dass Rom an erster Stelle eine politische Macht ist und natürlich deswegen Staat und Kirche zusammenschmelzen müssen. Der Staat soll die Menschen unter der Ute halten, aber der Staat ist der Kirche untertan. Die spirituelle Macht steht über der politischen. Und ich weiß nicht, ob ich die Videos inzwischen schon hochgeladen habe, auch eine Lesung zu gemacht von Martin Luther über den christlichen Adel der deutschen Nation von 1520. Da kommt genau dasselbe drin vor. 1520, Leute, das war vor knapp 500 Jahren. Und das ist heute nicht anders. Und das war 500 Jahre bevor Luther das schrieb, auch nicht anders. The Bulwark, aus dem ich gerade vorgelesen habe, zeigt hier auf, wie es Catholic Action gelungen ist, dafür zu sorgen, dass Gesetze vom Parlament verabschiedet werden, die der römisch-katholischen Kirche
trotz ihres Minderheitenstatus im Lande sehr dienlich sind. Zitat: Was bei der Untersuchung dieser Fälle von Gesetzgebung besonders ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass zu Zeiten großer politischer und wirtschaftlicher Belastung, wenn die Menschen mit völlig anderen Dingen befasst waren, Rom eingriff und die Situation zu seinem Vorteil nutzte. Ende Zitat. Ha, also das muss ich doch wohl normal lesen, ne? Was bei der Untersuchung dieser Fälle von Gesetzgebung besonders ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass zu Zeiten größter politischer und wirtschaftlicher Belastung, großer, wenn die Menschen mit völlig anderen Dingen befasst waren, Rom eingriff und die Situation zu seinem Vorteil nutzte. Was haben wir denn heute? Ständige Angst vor dem Kollaps der Wirtschaft, ständige Angst vor irgendwelchen Kriegen, Einwanderern und was weiß ich nicht für allen Blödsinn. Damit beschäftigen sie uns und in der Zwischenzeit machen sie die ganzen Gesetze durchs Parlament hin römisch-kanonisches Recht. So funktioniert die Welt in Rom. So funktioniert die Welt des Antichristen. Erziehung. Der nächste Unterabschnitt in Kapitel 9. Das Erziehungsgesetz von 1918, wichtiges Datum für Deutsche, schuf eine Art religiöse Apartheid, indem es neben dem Staatssystem konfessionsgebundene Schulen vorsah. Der römische Katholizismus ist als die eine wahre Kirche überall bestrebt, die gesamte Erziehung zu kontrollieren, sei es nun innerhalb seines Mitgliederverbandes, also der Katholiken, oder auch außerhalb. Antichrist Papst Pius XI. Erklärte 1929 in seiner Enzyklika von der Erziehung der Jugend, das könnt ihr euch dann ja gerne im Internet mal raussuchen, das findet man ja alles, Zitat: Was die Reichweite der erzieherischen Mission der Kirche anbelangt, so erstreckt sie sich ohne Einschränkungen auf alle Menschen, gemäß dem Befehl Christi, lehret alle Völker. Und es gibt keine Macht, die sich dem widersetzen oder es verhindern kann. Ende Zitat. Antichrist Papst Johannes der 23. sagte am 30. Dezember 1959 sinngemäß das Gleiche. Wie Professor Lorraine Bettner in seinem gut fundierten Buch Roman Catholicism auch darlegt. Das Zitat kommt sofort. Das Buch Roman Catholicism ist auch leider nur in Englisch verfügbar und werde ich auch in der Zukunft auf meinem Kanal lesen. Na, inzwischen zweifle ich nicht mehr, dass ich auch hier eine Stunde komme, auch ohne die Royal Declaration vorzulesen. Aber wie gesagt, macht ja Spaß. Was schreibt Lorraine Bettner in seinem Buch Roman Catholicism, das 1962 erschienen ist? Zitat: Die römische Kirche zögert nicht, selbst in protestantischen und demokratischen Staaten offen zu behaupten, dass die Erziehung ausschließlich Aufgabe der römischen Kirche sei, wie sie ja auch tatsächlich den Anspruch erhebt, dass Predigt- und Sakramentsverwaltung einzig und allein Aufgaben der römischen Kirche seien. Dieser Anspruch bedeutet weiter, dass Erziehung allen außerhalb der römischen Kirche stehenden Personen zu verweigern sei oder Kindern von nicht-katholischen Eltern nur unter der Bedingung gewährt werden sollte, dass sie von römisch-katholischen Lehrern unterwiesen werden. Diesen Grundsatz verwirklicht die römische Kirche dort, wo sie die Herrschaft hat. Er ist ein weiteres Mittel ihrer Macht, über die Menschen Geltung zu verschaffen. Das von der römischen Kirche angestrebte Ideal ist in Spanien zu finden, wo unter einem Konkordat mit dem Vatikan die Schulen von der Regierung finanziert werden, während die Kirche den Lehrplan überwacht, die Lehrer auswählt und die Verwaltung der Schulen leitet. Protestantische Schulen sind immer verboten gewesen. Wie könnte irgendjemand meinen, dass die römisch-katholische Kirche dort, wo sie die Macht hat, mit weniger zufrieden wäre? Ende Zitat von Lorraine Bettner. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, die Königin und ihr Eid. Wie gesagt, hier habe ich am Schluss den Eid, die Royal Declaration,
im Englischen vorgelesen, eben weil es auch in der gedruckten 1912-Version der katholischen Enzyklopädie, die ich hier bei mir habe, einen Unterschied gibt zu der Version, die man heutzutage online findet. Selbst wenn man die 1912er sucht, dann kriegt ihr eine verfälschte Version der Royal Declaration. Und wer die Royal Declaration sonst gerne mal haben möchte, kann mir ja das mal wissen lassen über eine private Message oder so. Und kann ich ja sonst vielleicht auch mal sehen, dass ich die in Englisch alleine mal lese. Und da muss man halt Englisch verstehen, weil das übersetze ich nicht ins Deutsche. Die Königin und ihr Eid, fährt der Autor fort, auf Seite 117 im Buch. Die meisten Briten sind sich heute der Tatsache nicht mehr bewusst, dass der Krönungseid lange Zeit zur Verteidigung und zum Schutz unseres protestantischen Glaubens diente, nämlich dadurch, dass, Zitat, der souveräne Landesherr nach besten Kräften die im Gesetz verankerte protestantisch reformierte Religion aufrecht erhält. Ende Zitat. Der Grund dafür liegt teilweise darin, dass Ihre Majestät die Königin von ihrem Eid an in einem solchen Maße abgewichen ist, dass sie heute nicht einmal mehr das verteidigt, was man landläufig als Christentum bezeichnet, geschweige denn den protestantisch reformierten Glauben. Der Korrespondent für Kirchenfragen beim Daily Telegraph, Damien Thompson, berichtet in einem Artikel unter der Schlagzeile »Königliche Billigung des Koran in der Abtei«, dass die Königin und der Prinz von Wales, also Prinz Charles, unpassenderweise in der Westminster-Abtei aufmerksam zuhörten, als führende Moslems, Hindus, Sikhs und Buddhisten zur Eröffnung des Commonwealth-Tages 1991 aus den Heiligen Schriften ihrer Religion lasen und sangen. Ja, das lässt sich ja schwierig in Einklang bringen mit einer protestantisch reformierten, bibelbasierten Religion. Ne? Der Tag verlief weiter in gewohnter multireligiöser Atmosphäre. Manche Beobachter sehen in der Gegenwart des Prinzen und der Königin ein deutliches Zeichen ihrer Ablehnung des Protests radikaler Christen, insbesondere einer von dem Anglikaner Tony Higton organisierten Unterschriftenliste. Angesichts der Unterstützung der Internationalen Stiftung für geistliche Literatur durch den Herzog von Edinburgh und angesichts des kräftigen Beifalls der Königin für multireligiöse Gottesdienste, angesichts ferner der sehr öffentlichen Liebäugelei des Prinzen Charles mit dem New Age-Gedankengut, drängt sich die Notwendigkeit auf, den Krönungseid dem Parlament und der Nation neu ins Bewusstsein zu rücken. Und zwar den Eid, wie er in der 1912er katholischen Enzyklopädie abgedruckt steht und nicht der verfälschte Eid, der heutzutage online zu finden ist. Nordirland und die IRA. Viele Menschen in Nordirland sind sich der Tatsache nicht mehr bewusst, dass sowohl im königlichen Eid als auch in der Verfassung des Landes die Verantwortung formuliert ist, den gesetzlich verankerten protestantisch reformierten Glauben aufrechtzuerhalten. Wir können die Ausschreitungen seitens der protestantischen Reaktion nicht dulden. Doch können diese Menschen in Ulster einfach nicht verstehen, warum der Vatikan keine entschiedenen Schritte gegen die IRA-Terroristen unternimmt. Viele von ihnen führen ins Feld, dass ein Wort des Papstes, dass ein Wort des Papstes an die Priesterschaft, die Androhung der Exkommunikation für die Mörder Unschuldiger und die Entscheidung, keine Begräbnisfeiern mehr für tote Terroristen durchzuführen, rasch Frieden in Irland schaffen würden. Ja, exkommuniziert dann doch den ganzen Kram, mit dem ihr immer solchen großen Erfolg habt. Hä? Aber nein! Die römisch-katholische Agenda ist ja gegen die Protestanten. Das Ausbleiben solcher Sanktionen ist zumindest sehr bezeichnend. Der Herausgeber des Sunday Telegraph, Peregrine Worthorn, brachte in seinem Leitartikel »Das hässliche Gesicht des Islam« im Februar 1991 denselben Gedanken zum Ausdruck. Zitat.
Seit Jahren hat es keine glaubwürdige islamische Verurteilung des Terrorismus gegeben. Dasselbe könnte man über die Einstellung der römisch-katholischen Kirche zum Terrorismus in Irland sagen. Ende Zitat. Das ist ein so wichtiges Zitat, dass ich es gleich nochmal vorlese, weil wir leben ja heute in der Zeit, wo wir den Krieg gegen den Terror führen. Ne? Die heiße Phase des Dritten Weltkriegs ist ja seit 2001, seit dem 9. September, 11. September damals angebrochen. Seit Jahren hat es keine glaubwürdige islamische Verurteilung des Terrorismus gegeben. Ich habe noch nie gehört, dass Islam den Terrorismus wirklich verurteilt hat. Dasselbe könnte man über die Einstellung der römisch-katholischen Kirche zum Terrorismus in Irland sagen. Hat sie auch niemals verdammt, weil sie ihn schürt, weil sie ihn finanziert, weil die römisch-katholische Kirche verantwortlich ist für den Terrorismus in Irland. The International Herald Tribune enthüllte, dass Ian Paisley 1988 in Straßburg dem Papst vorwarf, Kruzifixe an die hungerstreikenden IRA-Häftlinge gesandt zu haben. Diese Meldung wurde damals nur von einer einzigen britischen Zeitung veröffentlicht, und jetzt passt auf, und wurde bis zum heutigen Tag nicht dementiert. Während der Hungerstreiks im April 1981 griff der Vatikan sehr zu Ungunsten der britischen Regierung in den politischen Prozess ein. An diesem Eingreifen waren Kardinal Casseroli, Staatssekretär im Vatikan, Kardinal Magee, Privatsekretär des Papstes, und die Kardinäle Hume von England und O'Faith, die päpstlichen Nunzien von Großbritannien und Irland, sowie Vertreter der britischen Regierung beteiligt. Viele, denen die schlimmen Verhältnisse von Ulster nahegehen, fragen sich, wieso die Medien so oft römisch-katholische Prälaten als Sprecher für die öffentliche Empörung und die Verurteilung des IRA-Terrorismus zu Wort kommen lassen, zumal es zahlreiche Priester gibt, die den Terrorismus zu befürworten scheinen. Um ein Beispiel zu bringen, der Sunday Express zitierte den Nachruf des Vater Brian McNeese anlässlich der Requiemmesse für den IRA-Massenmörder Patrick Kelly. Zitat. Er war ein aufrichtiger und treuer Mann, der seine Familie, seine irische Kultur, seinen Glauben und sein Land liebte. Ende Zitat. Ja, logisch. Was er hier nicht beisagt ist, sein Glaube war römisch-katholisch und deswegen hat er diese ganzen Morde begangen. Die Menschen fragen sich auch, warum ein Priester, der offensichtlich tief in den IRA-Terrorismus verstrickt war, völlig ungeschoren davonkommen konnte. Das Verhalten der Regierungen Belgiens und Irlands, zweier Länder, die zu den katholischsten Europas zählen, neben Spanien, lassen im Zusammenhang mit der Auslieferung Patrick Ryans nach seinem Hungerstreik wiederum den langen Arm Roms erkennen. Viele Leute sind verwundert und erschüttert darüber, wie wenig Beachtung die sensationelle Enthüllung in der britischen Presse findet, dass der ehemalige Priester die Vatikanbank zum Schmuggeln von IRA-Geldern benutzt hat. Die Sunday Times brachte am 4. Dezember 1988 einen kurzen Bericht darüber, dass der britische Geheimdienst ein IRA-Netzwerk aufgedeckt habe, in das auch Ryan verwickelt sei und das weltweit Banken der katholischen Kirche unterwandert und benutzt habe. Etliche 10 Millionen Pfund seien durch Konten von Terroristen geschleust worden, um von der IRA gesteuerte Firmen zu finanzieren. Patrick Ryan hat gegen die britische Regierung eine Verleumdungsklage über 1 Million Pfund eingereicht, weil in Irland erlassene Gerichtsurteile unter europäischem Recht in Großbritannien eingeklagt werden können. Die Zeitungen, so berichtet die Sunday Times, haben zweifellos aufgrund von Informationen aus Regierungskreisen Aussagen gemacht, die sie jetzt nicht verteidigen können. Das kann sie Millionen kosten, die ohne Zweifel unmittelbar in die Taschen der IRA wandern würden. Der Leser wird mir zustimmen, dass die Arbeit der Sicherheitspolizei und anderer Geheimdienste zuweilen sehr demoralisierend sein kann. Ja, weil der normale Schutzmann, wie man das früher nannte, der normale Polizist auf der Straße, ist auch nur
eine eingespannte Puppe in ein Räderwerk, von dem er keine Ahnung hat, wie es läuft. Einige, deren Gedächtnis noch so weit zurückreichen, können erstaunliche Parallelen zu einer ähnlichen Nachrichtenunterdrückung erkennen, die auf eine größere Enthüllung in The Irish Press vom 26. Mai 1933 folgte. Der Artikel berichtete damals, erstmals nach 17 Jahren, wie Papst Benedikt XV. 3 Wochen vor dem Osteraufstand von 1916 eine Gesandtschaft des Vorstandes der irischen Volontäre, angeführt von George Noble, empfing. Einzelheiten des Aufstandes wurden mit dem Papst besprochen, der dann, Zitat, den Männern, die für Irlands Freiheit ihr Leben riskierten, seinen apostolischen Segen gab. Ende Zitat. Die Enthüllung in The Irish Press deckte auf, dass die Segnung des irischen Aufstandes zeitlich mit dem Empfang des britischen Gesandten am Vatikan zusammenfiel. Zeitgenössische Beobachter hätten es passend gefunden, wenn die gesamte Presse des Landes sich zu einem Aufschrei der Empörung gegen solch eine Heuchelei vereinigt hätte. Doch nicht ein Wort! Befremdenderweise, wie 1988 im Fall von Ryan, meldeten nur The Times und vielleicht 2 weitere Zeitungen den Vorfall und um einen Tag verspätet und ohne jeglichen Kommentar. Die Nachricht wurde schlichtweg unterdrückt. Ein weiteres Beispiel einer offensichtlichen Nachrichtenunterdrückung, von der ein klarer Nachweis vorliegt, bezieht sich auf den Vorfall, als R.H.S. Crossman, damals Oxford-Dozent und später Minister in Harold Wilsons Regierung im Jahre 1934, als BBC-Korrespondent aus Berlin berichtete. Er beschrieb die unruhigen Verhältnisse in Deutschland und Österreich nach Hitlers großer Säuberungswelle und sagte, dass, wo immer er hinkam, die Menschen sich entrüstet darüber beklagten, dass der Papst hinter all dem Aufruhr stehe. So wie er den Papst erwähnte, war absolute Funkstille im Radio. Crossmans Bericht wurde vom The Listener gar nicht erst gesendet. Etliche Bürger schrieben an die BBC mit der Bitte, ihnen Kopien des vollständigen Berichts zuzusenden, doch wurde ihnen jede weitere Information verweigert. Nachzulesen in Albert Closes Buch Jesuit Plots from Elizabethan to Modern Times. Wenn solche Nachrichten unter die Sicherheitsbestimmung fallen, dann stellt sich die große Frage, wer macht die Bestimmungen und für wen? Damit kommen wir zum Ende des Kapitels 9. Alle Wege führen nach Rom. Protestantismus unter Belagerungszustand. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Das deutsche Video ist länger als das englische. Also ihr seht, ich beschäftige mich für meine deutschen Zuhörer noch viel mehr mit Kommentaren, als ich das für die englischen mache. Ich glaube auch, dass meine deutschen Zuhörer das viel nötiger haben als die englischen. Na jedenfalls kommen wir hier zum Ende der Lesung und fahren dann im nächsten Mal fort in Kapitel 10 unter der Oberfläche des Vatikans. Und diese letzte Frage, wenn solche Nachrichten unter die Sicherheitsbestimmungen fallen, stellt sich die Frage, wer macht die Bestimmungen und für wen? Hier geht es also darum, dass die Berichterstattung nach der Nacht der langen Messer, die damals Hitler unter den SA durchgeführt hat, und die einigen tausend Menschen wahrscheinlich sogar das Leben gekostet und schließlich zur Auflösung der SA geführt hat, diese Säuberungsaktion, die Hitler damals durchgeführt hat, und die Leute dann tatsächlich gesagt haben, der Papst steht hinter all diesem Aufruhr, und das wurde im Radio rausgeschnitten, na dann denkt doch nochmal an die tollen Übertragungen, die wir unter anderem vom 9/11, vom 11. September 2001 sehen. Glaubt ihr, dass da immer alles wirklich war, dass da nichts gestellt war von irgendwelchen Zeugenaussagen und so weiter und so weiter? Dann denkt nochmal nach. Wenn solche Nachrichten unter die Sicherheitsbestimmungen fallen, dann stellt sich die große Frage, wer macht die Bestimmungen und für wen? Und ich habe schon an mehreren Stellen die Antwort darauf gegeben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen.
Gott möge euch hüten und beschützen auf all euren Wegen und segnen. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System. Im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellen. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, Rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.